Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Terranigma. Letztes Mal haben wir die beste Waffe und die beste Rüstung im Spiel bekommen. Das Briefe sind jetzt im Endspurt und ich fahre so frei und habe irgendwie es geschafft, in 20 Minuten 4 Levels zu bekommen. Klingt komisch, aber das war sehr easy, denn in Neo Tokyo, in der Kanalisation, da gibt es so eine Stelle, wo geht das richtig gut. Wisst ihr die Stelle da, wo solche Gaunerschweine unser Geld stehlen? Die haben für die ganze Zeit gekillt, rauf und runter, immer gekillt und dann ging das super schnell. Und nebenbei habe ich sehr viel Geld bekommen, wie ihr hier oben rechts seht. Das hat zwei Gründe. Erstens, hier müsste irgendwo ein Item-Shop sein. Ja? Ja, ich glaube, es war hier. Gibt es nämlich eine der legendären Mist, der legendären Waffen, die wollte ich unbedingt haben. Was? Wo ist Seeheim? Was, ne? Ja. Hilde? Wo zur Hölle muss ich nochmal die Waffe kaufen? Ne, warte mal, ne, warte mal, ein Shop hat doch normalerweise immer so ein Symbol. Urteil klingt falsch. Sehr. Nee. Sag mal, bin ich doof oder was? Hab ich das falsch nachgelesen? Kann ja nicht sein. Warte mal, warte mal, warte mal. Doch nicht im MacBurger oder was? Ich schaue mir das einfach offscreen nochmal an. Ja, Mann. Nee, hiervon wollte ich nix. Richtig, Aura-Panzer. Es war gar nicht. Für mich war gar nicht die Waffe, die es hier gibt. Hier gibt es die Rüstung. Ja, hier ist sie. Verhindert Verwandlungen. Macht noch irgendwas, wenn ich mich richtig erinnere. Egal. Gut. Ganze Zeit hier vor meiner Nase. Oh Mann. So, als nächstes müssen wir aber richtig, ehe wir uns auf zu Birugastom machen, gehen wir zuerst nochmal nach nach Australien, genau. Warum benutze ich überhaupt das Boot, wenn es in Australien eine Landeplattform gibt? Oh Mann. Wenn die überhaupt doch mal ist, hier ist gebaut. Ich bemerke gerade, das Flugmodell, also die Grafik, Flugzeuggrafik hier, ist das nicht die gleiche aus diesem Teil? London, danke sehr. So,
Australien hat jetzt die letzte Stufe erreicht. War das Haus hier schon vorhin? Ah, der wohnt jetzt hier. Ich bin mit der Farm umgezogen, als sich die Stadt expandiert. Okay. Ich frage mich. Ich wollte nicht nochmal da reinlaufen. Ich frage mich, hier waren wir schon, oder? Nee, nee, nee. Hier hoch, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ihr seht, ich habe sehr krass gelevelt. Letztendlich bin ich so an dem Punkt angelangt, wo man beim Leveln wirklich viele HP bekommt. Doch, hier oben war ich schon. Ja, habe ich mir schon gedacht. Man muss ja immer noch mal kontrollieren mit mir. Na egal, so keine Zeitverschwendung mehr. Nur noch kurz schauen, ob... Nee, jetzt im Ernst, hier, es darf eigentlich überhaupt nichts mehr geben im Spiel, außer hier noch. Weil die Goldküste hat expandiert und das müssen wir sofort her testen. Okay, du bist immer noch wie früher. Oh, was? So geht das aber nicht. Eine Sonnenbrille? Okay. Telefon. Was hat er denn? Galfieber oder so. Da haben wir das richtige Mittel dagegen. Wo haben wir es denn? Das Fiebermittel? Oh, ist diese Medizin etwa gegen Fieber? Gibst du sie mir? Hier, nimm! Na klar, hier, nimm es! Ich bin froh, wenn ich helfen kann. Braut! Von unserem Strand Wasserzauber. Wasserzauber, naja. Ist ja nicht wirklich gelohnt. Geht's ihm besser? Ja! Holere! Okay. Dann haben wir das Item auch endlich los. Hier ist nichts. Sagst du mir? Okay. Dann wäre das mal gemacht. Sonst, was gibt es hier sonst noch? Ja, Koalas sind niedliche Tiere, das ist korrekt. Ein Zoo? Schauen wir uns später. Okay. Der eins was er kennt. Okay, gut, dann haben wir es gepackt. Alle Städte vollständig entwickelt. Durch die vielen Besucher ist meine Stadt sehr berühmt geworden. Wir haben dir viel zu verdanken. Wenn du willst, gehört der Stein dir. Ja! Ja, so ist das mit dem Fortschritt. Jedoch ist der Fortschritt nicht immer gut. Das haben wir ja schon bei Soul Blazer gesehen. Ein Safarium? Oh nee.
wenn ich mich richtig erinnere, haben wir Freunde aus dem Safari. Und das Seehaus. Ich hab dir doch alle Fotos gegeben, sag mal. Kann man gerne ein Foto geben von was weiß ich? Der schnarcht einfach hier, das geht aber überhaupt nicht. So, was haben wir hier? Wer nicht kauft, fliegt raus. Ah, da haben wir sie ja. Nur das teuerste für den Griff hier. Und wenn wir schon dabei sind. Gib mir das. Und das. 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 Okay, vollständig. Ja, ausgerüstet, sehr gut, Giftshop, was hast du? Ich mag keine Magie in diesem Spiel. Sehr seltsame Sache. So, der Zoo. Ich sag mal, muss ich hier nicht was bezahlen? Okay, hier war ja sonst nichts, ne? Ne. Okay, dann gehen wir schnell mal in den Zoo schauen und dann geht's wirklich zu Büro Gaston. So, was haben wir hier? Sie verdammt klein, doch sie bewegen sich. Ja, kennst du mich noch? Ihr seid so cool. Hey, kennt ihr mich noch? Meine Freunde sind hier, von früher. Ja, ne, ihr kennt mich aber noch. Ich möchte so gerne wieder mit ihnen reden. Was ist Beutelratten auch? Oh, der Zoo, der hat sich aber richtig gelohnt hier. So was habe ich ja noch nie gesehen. Ich habe die auf die Welt gebracht. Ich habe die ganze Welt auf die Welt gebracht. Ich bin die Welt. Was denn? Okay. So, damit wäre wirklich alle Sidequests, glaube ich, erledigt. Könnte ich sich noch hier amüsieren, alle Kristalle zu sammeln, aber ich weiß, dass verschiedene Leute. Nee, niemand weiß, wie viele es gibt. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung wegen Musen. Nicht mit Absicht. So, Sibirien. Seid ihr immer noch so seltsam drauf hier? Okay, die sind immer noch seltsam hier. Okay, Berugesturm. Müsste sich rechts befinden. Also gehen wir nach rechts. Finde ich nämlich hier, wo vorhin noch nichts war. So. Hallo Leute! Wie aufregend! Der König der Tiere beschützt mich. Ich hoffe, die haben weiß das auch. Nein, nicht, da bist du.
Dieses Büro als Laboratorium. Hoch oben geschehen grausame Dinge. Mir scheint, dass Bürger von einer anderen Macht gelangt wird. Er predigt, dass ein Wesen des Untergrunds die Welt befreit. Ich weiß nicht, was das für ein Wesen ist, doch ich fürchte es. Kumari hat verkündet, dass nur Acht die Welt befreien wird. Wir werden alles tun, um zu helfen. Harry, lass uns durch eine. Nee, ich wollte auch mit Harry reden. Nein! Mist. Okay, dann. Okay. Bist du bereit? Wie aufregend. Ach, wir kommen doch am Stück her. Ja, ist dort vorne. Ist ein... Wow. Team hat einen ganzen Job und ich kann hier. Abwarten und einen Tee trinken, das gefällt. Ich hab so viel Geld unten rechts. Gut, dass ich damit überhaupt nichts anfangen kann. Ah ja, Dumbatz, den Vogel habe ich ja schon befreit. Sag mal, okay. Ich bin ja auch kein Kind mehr. Ich glaube nicht, dass die Kamera uns wahrgenommen hat. Hallo, Rö, endlich kann ich meine Fähigkeiten nutzen. Los, gehen wir. Wir können wie andere, wenn wir hier bleiben. Okay. Da folge ich einem Roboter. Ich werde ein Druckbild schaffen, das uns tarnt. Geh du vor. Mein Ende ist schon sehr praktisch. Okay. What? Nein! 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 Oh. Okay. Haha, bist du überrascht? Roy hat den Kran gesteuert. Ja, deshalb hat alles so gewackelt. Ich hätte nie gedacht, dass Hellsein so schwer ist. Okay, lass uns weitermachen. Okay, dann machen wir das. Ich glaube, die Lederstrahlen kommen von dort. Mario hat die Gabe in Zukunft schon zu können. Er wusste, dass ihn Laserstrahlen verlassen würde. Ich kann nicht mein Skateboard ansetzen. Warte, ich werde die Feuerluke verschließen. Yay! Natürlich sehen wir nicht, wie er Mega-Profi da die Lasers ausschaltet. Okay. Ah, da haben wir sie ja. Genau so sahen die aus, die abgefarmt hatte, nur waren sie etwas anders. Klingt komisch, ist aber so. So. Schauen wir mal. Haha, mega easy. Die ergeben auch sehr viel Erfahrung, wenn ich mich richtig erinnere. Geld geben die aber auch viel. Ah, da bist du ja. Ist lange her. Ach, du hast viel bewegt. Man muss zwei der Hebel gleichzeitig bestätigen, um die Luke zu öffnen. Arg, nimm diesen Hebel. Bereit wieder? Dann los, jetzt! Offen, wir treffen uns später. Sehr gut. Ich habe ja so viele Freunde. Ja. Wo muss ich hin? Kretzzerstörung, Tod und Verdammnis, was? Oh Mann, etwas auf Power zu sein, ist abartig. Aber ich muss sagen, ein Level macht hier schon fast den Unterschied. Sehr seltsam so gesehen. Das sind andere Gegner. Die vorne haben einen Beutel. Die haben keinen. Die da wehren sich auch irgendwie nicht. Hab ich wehrlose Kreaturen getötet? Mir doch egal! Ah, die hier geben am meisten Erfahrung im ganzen Spiel.
Jedoch unnötig, weil ab Level 37 ist es so abartig, Levels zu bekommen. Das könnt ihr mir glauben. Ich habe mich einmal amüsiert, mir anzusehen, wie wie viel Erfahrung für das nächste Level benötigt werden ab gewisse Levels, ne? Und ihr könnt vergessen, dass ich auf das höchste Level, auf Level 50 trainiere, weil wenn da auf dem einen, keine Ahnung, wenn sich auf das eine, von dem einen auf das andere Level die nötige Erfahrung einfach mal verdoppelt und die Gegner geben nicht mehr wie 100 maximal, nee, das könnt ihr vergessen. Mehr wie ihr seht, ne? Sollte eigentlich kein Problem mehr sein. Der Endboss, glaube ich, ist auch ab Level 32 relativ machbar. 31 noch zu schwer. Und 33 ist er sogar zu einfach. Das bedeutet, ich sollte überhaupt keine Probleme haben, was etwas schade ist. Aber so wurde halt dieses Spiel programmiert. Yay, boy, was läuft, Digga? Ich hätte nie gedacht, dass ich dir helfen könnte. Tritt zurück, ich blase mit meinem Ballermann ein Loch in die Wunde. Halte die Ohren zu Feuer frei. Mega cool, Junge. Geh nun. Okay. Nee. Zerstörung der Roboter. Oh. Zack. Bam. Yeah, Geld.